So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Ebelsbach, Folge Nummer 2. Das kam sehr gut teilweise bei euch an. Ja, ich möchte mich echt bedanken dafür, für dieses durchaus erstaunliche Feedback. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass so viele sich daran tatsächlich beteiligen und sagen, ja, kannst du machen, nö, lass mal, und Daumen hoch und Daumen runter und so. Fand ich richtig gut. Und scheinbar habt ihr auch ein bisschen Bock auf die Ebelsbach, ne? So wie ich auch. Was ich ganz cool fand, war das von Manfred. Manfred009, der hat geschrieben, jo, als Projekt würde ich mir das angucken. Als, ja, wie auch immer, Let's Play oder ab und zu mal Folgen oder so, ne? Also, er würde sich das angucken, weil selbst gespielt hat er die nicht. Denn ihm waren die Höfe zu clean gestaltet. Ich muss ihm recht geben. Ich habe schon versucht, aber... das mit diesen Bodenplatten, ich weiß nicht, das ist irgend so ein Trend, den habe ich irgendwie verpasst. Also das ist natürlich cool an sich dann zu bauen und so weiter, aber du kannst halt auch nichts hinstellen und so, ne? Das finde ich ein bisschen schade, aber ist nicht zu ändern, ja? Also ist wahrscheinlich schon zu ändern, aber nö, Nudlers, das ist ja nur Quatsch, ne? So, gib mich mal her den Kalk, wir müssen Kalk streuen. Uiuiuiuiuiui. Nee, das wird nix. Machen wir noch mal ein bisschen raus. Machen wir noch mal ein bisschen raus da. Lass mal so. Geht das so? Ja, so geht das. Ja, entweder brauchen wir nun größeres Gewicht oder... oder eine kleinere Schaufel. So, wir machen mal... wir machen mal nur so ein bisschen, weil ich brauche noch ein Bild. Okay, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ja, hier. So und ruck. Okay. So. Jetzt haben wir da natürlich die kleine Ecke mit drauf, ne? Ist nicht schlimm. Ist nicht nimm. So, kipp mal ordentlich ab hier. Oder brauchen wir denn vielleicht... ja, doch was... nee. Größeres Gewicht, aber nachher bricht er in der Mitte auseinander, weißt du? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ja, erstmal müssen wir damit arbeiten, was wir haben. Ui, das ist, glaube ich, schwer. Auch die Reifen, ne? Also wenn die hinten auch viel dünner wurden, weißt du? Und vorne, puff, ordentlich Druck drauf auf den Kessel. Ja, gerade so. Oh, hinten, hinten, da haben wir voll vorbeigekippt. Gerade so, das war eigentlich schon fast zu viel, 1800. Aber egal, das muss so. Ich habe übrigens, ich würde das jetzt ganz gerne auch mit Headtracking machen. Ja, das, dem, die ersten fangen schon an zu tippen. Wow, ist Headtracking. Ja, aber... oh nee, mach mal wieder ein bisschen raus. Ich nehme gerade mitten am Tag auf und es ist verdammt warm und verdammt hell draußen. Und deswegen... scheint dieser Empfänger ein bisschen komisch zu reagieren, ne? Deswegen, da habe ich ganz komisch geguckt. Also tatsächlich, im doppelten Sinne. Weil das nicht so richtig hingehauen hat. Und dann habe ich gedacht, nee, dann lassen wir das lieber erstmal weg, ne? Ist ja auch okay. Ja. So, wir stellen den mal hier hin. Das Regal ist schon fast zu klein für diese riesen Schaufel, oder? Also wenn, dann ist das Regal natürlich zu klein. Nicht die Schaufel zu groß. Nein. Wenn, dann ist das Regal zu klein. So, dann bleib du mal hier schön stehen. Ja, 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 ja. Ich finde das auch mit dem Silo nicht ganz so cool, aber es ist okay. Es ist okay. Ja. So, und nun müssen wir mal los. Ich muss noch mal gucken, ist doch das richtige Feld, ne? Ja, genau. So, da kalken wir einmal kräftig los und dann wollen wir nachher noch Gülle fahren. Da unten steht das Gespann schon. Grün und Gelb. Regiert die Welt. Boah. So, der Mantau. Nein. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt die aktuelle Version von dem Bodenstreuer? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube aber ja. Ja, da hinten müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ist alles nicht so schlimm. Ist nicht so nimm.
Und ich hatte ja auch gesagt, was mir an der Ebelsbach nicht ganz so gut gefällt, ist, dass die Felder so eng aneinander liegen, ne? So, das, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, dann hätte ich schon wieder mein Nachbarfeld gestreut, ne? Das habe ich ganz, ganz einfach. Man denkt manchmal auch viel zu kompliziert, ne? Ich habe einfach Landschaftsbaumodus, dann müssen wir mal ändern auf Texturieren. Dann machen wir uns das mal viereckig. Dann nehmen wir Gras und dann habe ich mir das hier so hingesetzt. Guck mal, deswegen ist das hier auch noch nicht ausgewachsen. Und so habe ich mehr Abstand zwischen den Feldern. Genauso habe ich das hier hinten gemacht. Hier habe ich das genauso gemacht, ne? Hier bin ich auch so einen Streifen lang gegangen. Damit ich nicht hier die Nachbarwiese dann dünge oder kalke oder wie auch immer, ja. Hier wollte ich das auch machen. Aber. Warte mal, kann ich doch, ne? Ne, hier habe ich das gemacht. Irgendwo wollte ich das machen. Ne, da habe ich das gemacht. Ich wollte das irgendwo machen, aber mir gehört das Land nicht. War das? Hier war das, guck. Ja, wenn ich da anfange, ja toll, weißt du? Also das war dann mehr so semi-gut. Vielleicht wird es mit dem Kreis gehen, aber ich glaube fast nicht. Möchte das jetzt auch gar nicht so unbedingt ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich das dann so gelöst, ne? Manchmal denkt man viel zu kompliziert. Mit den einfachsten Dingen einfach mal probieren und dann manchmal haut das hin, ne? Natürlich ist das Fusch und nicht nichts Dolles und, ne? Also nicht die Karte ist Fusch, sondern mein Rumgepinsel, ne? Oh, Junge, Junge, da muss man aufpassen, was man sagt hier. Nee, nee, so meinte ich das ja nicht. Aber es funktioniert. Und solange das funktioniert, finde ich das gut. So, wir halten mal diese Reihe. Mit unserem Winkelmesser da vorne. Und dann sollte das auch in der Innenansicht hinhauen hier. Aber jetzt bin ich dann auch schon wieder überfrocht. Stopp, 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 stopp. Sonst sagen die Sonnenblumen gleich aua. So. Vielleicht könnten wir diese Spur nehmen. Da war sogar ein bisschen dicht, ne? Okay, dann nehmen wir diese hier. Ja. Aber welche waren das jetzt? War das die? Oder war das die? Okay, wir nehmen die. Dann sind wir mal auf der richtigen Spur jetzt hier, oder was? Hier vorne würde ich das auch ganz gerne noch machen. Guck, 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 was passiert. Ne? Und irgendwann sieht das dann halt, ich mag sowas nicht, wenn das so weh aussieht, ne? Wenn das wenigstens weggehen würde oder ein fremdes Feld meine Textur nicht annehmen würde, dann wäre das auch noch okay, ne? Aber guck mal hier mit dem Stroh ja auch, ne? Vom Dreschen. Das finde ich ein bisschen nicht so schön. Und deswegen werde ich hier dann auch nochmal mit so einem Streifen lang gehen. Eigentlich können wir das jetzt machen. Dann seht ihr auch nochmal so, wie ich das ganz genau meinte. Pass mal auf, das machen wir einfach mal jetzt. Ist doch egal. Wir haben noch die Zeit. Wir machen erstmal C, dass wir ein Viereck haben. Man kann übrigens auch hier Shift drücken, ne? Dann ist man schneller. So ist normal. Und so kann man mit Shift. Das ist man auch noch schneller. Ach, guck mal, hier darf ich auch nicht. Och, Mann. Och, nö. Soll ich das probieren oder nicht? Ich meine, wenn nicht, kann ich es immer noch mit Feld erstellen. Ah. Oh, doch, guck mal. Gott. Eben durfte ich doch. Och, Mann, das ist schade, ne? Ne, dann muss ich das nachher wieder gerade machen. Oder? Ja, ich weiß, wie ich das mache. Ich mache das. Ja, ich mache das nachher. Dann kaufe ich dieses Land im Sheep-Modus und dann verkaufe ich das wieder. So werde ich das machen. Oh, guck mal, dann haben wir hier auch mal ein bisschen mehr Platz, weißt du? Zum Rauffahren, zum Abstellen vom Dreschkasten und so weiter. Ist vielleicht so ungefähr. So, weißt du? Und dann machen wir hier wieder Gras. Machen wir mal Viereck hier.
Kann ich eins größer auch? Ah ne, dann gehe ich zu weit rein. Okay. Genau, und so werde ich das nachher machen. Ich werde das Land hier kaufen, hier zumachen und dann das Ende Gelände, weißt du? So mache ich das. Gut, 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 gut. Wir kriegen das schon irgendwie schön fein hin. Wir machen uns das hier schön gemütlich. Außer auf dem Hof, ne? Da kannst du nicht allzu viel machen. Ich habe auch versucht mit... Halt nochmal. Ja, wenn schon, denn schon. So diverses war das nicht, sondern Dekoration. Dekoration, da sind nämlich hier auch so ein bisschen Blumen. Also Löwenzorn. Aber das ist halt das Problem, ja? Klar kann ich mir das hier hinstellen. Aber das macht's ja nur auch nicht, weißt du? Hier hätte ich ganz gerne und hier ein bisschen und hier ein bisschen Gras und hier vielleicht, da geht das mit der Blume, ja. Ne? Es stimmt, Manfred hat schon recht, ne? Guck mal, dann können wir da auch nochmal den, ja, nur die. Die auch nochmal dahin und so. Jetzt sieht schon fast wieder zu viereckig aus. Egal, so, nur ist gut. Man müsste sehen, wie viel Aufriss das ist, ne? Alles, also die Bodenplatte zu entfernen und dann alles quasi planieren und so, dass man wieder was platzieren kann. So werde ich das hier auch noch machen mit diesem Grastool, dass das nicht ganz so viereckig hier ist, diese Aussporung. Machen wir da so einen Kreis hin. Sag mal, ich habe doch umgestellt auf 480 Sekunden. Diese Anzeige da eben, die da eben war. Wundert mich, dass die schon wieder kommt. Oh, stopp. 480. Ja, sind doch 7 Minuten, oder? Oh, die Hälfte vergessen. Na, ist nicht so schlimm. Schade, ich dachte, wir können diese Folge noch Gülle fahren. Da steht das Geschoss. Das Objekt der Begierde, sozusagen, ist gemietet. Das Fass mit dem Grubber. Dem Gülle-Grubber. Damit werden wir dann hier rüber bügeln. Ach nee, wir müssen ja flügen, ne? Stimmt, wir müssen flügen. Weil hier war ja Mais drauf. Aber ist nicht schlimm, dann fahren wir mit dem Gülle-Grubber auf dem Weizenfeld, was da gerade zu ist, ne? Und dann holen wir uns noch einen Schleppschlauch, um dann hier Gülle zu fahren. Ist kein Thema. Tauschen wir einmal quasi die Heckgewichte, die Heckanbauten aus und dann ist gut. Ich bin mir aber nach wie vor noch nicht so ganz sicher, ob das hier tatsächlich ein Let's Play an sich wird. Let's Play heißt ja für mich, dass regelmäßig Folgen kommen, also maximal spätestens jeden zweiten Tag, ne? Ob das so viel wird hier, das weiß ich noch nicht. Ich gebe mein Bestes. Ja. So wie ich Zeit habe und so. Noch ist ein bisschen Zeit da, ja. Der ein oder andere hat es ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich noch diesen Monat Vater werde. Und noch ist die Zeit eben da, ne? Wie das nachher, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, das möchte ich auch noch nicht sorgen und so. Ist mein erstes Kind, ja. Ich weiß nicht, wie man denn zeitlich und so weiter und so fort, ja. Und vor allem, ob man dann überhaupt noch Lust hat, weißt du? Zu sagen, ja, du, ja, spiel mal ein bisschen, ja, ich gehe am Computer, ne? Oder ob man sagt, ja, spiel mal ein bisschen, ich spiel mit, weißt du? Man weiß das immer alles noch nicht, ne? Wir werden sehen. Hier werden wir auch sehen. Und zwar... Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Wir müssen erstmal sehen, ob wir hier noch Schweine rankriegen, ne? Und dann müssen wir gucken wegen Futter, wie wir das machen. Guck mal, und wenn das jetzt da noch so dieser Streifen ist, dann weiß ich wenigstens nachher auch, was ich damit noch machen wollte, ja. Aber das werde ich nachher machen. In der Sheet-Version das Spiel starten, ja. Das Gebiet kaufen und dann wieder verkaufen und wieder das Geld abziehen und so, ne. So, dass wir das dann
plus minus null aus der ganzen Nummer rausgehen. Ich glaube, das ist dann ganz cool. Weißt du? So, dann können wir hier damit die kleine Ecke nochmal mitnehmen. No, jawohl. Siehst du, alles berechnet, alles geplant hier. Ja. So, und wann die nächste Folge geplant ist, das kann ich jetzt so noch gar nicht sagen. Ja. Würde mich aber freuen, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Es war mir ein Vergnügen, für dich ein Video aufnehmen zu dürfen. Ja. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich wünsche euch noch einen recht schönen Tag. Macht das Beste draus. Auf Wiedersehen und tschüss.